Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Livestream, zu unserer Vortragsreihe. Mein Name ist Andreas Lobmüller, ich arbeite in der plastischen Chirurgie im Krankenhaus Bietigheim und ich darf Ihnen im Folgenden etwas über die Therapie chronischer Wunden berichten. Während des Vortrags haben Sie die Möglichkeit, sich Fragen zu überlegen und diese dann später in der Chatfunktion von YouTube einzugeben. Es ist ein bisschen wie bei Hard Aber Fair, live und direkt. Die Abteilung für Plastische Chirurgie am Standort Bietigheim gibt es bereits seit Mitte 2013. Wir bieten die plastische Chirurgie und vor allem die rekonstruktive Chirurgie des gesamten Körpers an, insbesondere bei chronischen Wunden, bei Wundliegeschwüren. Zudem ist Bietigheim im Brustzentrum als plastische Chirurgie Mitglied. Kommen wir nun zur Wundtherapie. Zeit heilt viele, aber nicht alle Wunden und Wunden, die trotz intensiver Behandlung nicht zur Abheilung gebracht werden könnten, sollten einer operativen Behandlung zugeführt werden oder zumindest einem operativ plastisch-chirurgisch versierten Operateur zugeführt werden. Neben der körperlichen oder auch psychischen Belastung für die Patienten ist die Behandlung von chronischen Wunden auch extrem teuer. So beliefen sich die Therapiekosten von chronischen Wunden in den Jahren von 2015 bis 2016 teilweise auf über 1,5 Milliarden Euro. Die Ursachen von chronischen Wunden sind mannigfaltig und würde, glaube ich, den Rahmen dieses Vortrags sprengen, auf alle Details einzugehen. Betrachtet man allerdings die wichtigsten Ursachen von chronischen Wunden, das ist insbesondere die nicht stadiengerechte Versorgung, die Begleitumstände wie beispielsweise die Durchblutung, die fehlerhafte Durchblutung oder die arterielle oder die venöse Gefäßversorgung, die Infektion oder auch fehlendes Fachwissen ist extrem wichtig. Im Krankenhaus Bietigheim, in unserem Krankenhaus, behandeln wir unsere Wundpatienten zusammen mit den Kollegen der Inneren Medizin. Visiten, Besprechungen und Therapieplanung müssen hierbei ganz genau aufeinander abgestimmt werden. Beispielsweise müssen Dialysen umgeplant werden bei schwerkranken Patienten. Viele weitere Termine müssen berücksichtigt werden. Und Sie brauchen eine sehr gute Kooperation zwischen verschiedenen Fachabteilungen, die ich in diesem Film gerne als die großen fünf bezeichnen möchte. Sie brauchen eine Anästhesie, um periphere Narkosen bei schwerstkranken Patienten zu ermöglichen, die Vollnarkose praktisch nicht vertragen. Sie brauchen eine Orthopädie, die schwierige Fußumstellungen oder auch Knochenumstellungen durchführen müssen. Sie brauchen eine gefäßchirurgische Abteilung, die Bypasschirurgie anbietet. Sie brauchen eine allgemeinchirurgische Abteilung, um beispielsweise Deviationsstomata, also sprich künstliche Darmausgänge zu legen bei Patienten mit großen Dekubitalulzera. Und sie wollen eine radiologische Abteilung, um die Gefäßaufdehnung von Gefäßen oder die Ballonaufdehnung von Gefäßen durchzuführen. Zudem braucht man noch viele weitere verlässliche Partner, denn ohne einen funktionierenden Sozialdienst sprengt die Verweildauer den Aufenthalt. Ohne Orthopädietechnik oder ohne Podologie steht in kürzester Zeit wieder ein Manu perforans, also sprich eine Wundestelle am Fuß, bevor. Insgesamt sind alle beteiligten Disziplinen in einer Therapiekette eng miteinander verbunden, wobei diese an jeder Stelle brechen kann. Sie brauchen beispielsweise einen erfahrenen Chirurgen, der nicht aus jeder Schraube einen Nagel macht. Die stationäre Krankenhauspflege muss hinsichtlich der Operationstechniken auf die spezielle Fachabteilung geschult und erfahren sein. Bei der Pflegeüberleitung ist es extrem wichtig, dass bei der Entlassung die Hilfsmittel vorhanden sind, damit nicht neue Druckstellen oder neue Probleme auftreten. Sie müssen auch die Angehörigen informieren, dass beispielsweise die Verbände richtig angelegt werden. Der Krankentransport muss die Patienten korrekt lagern oder auch während den Krankenhausfahrten Wundliegestellen vermeiden, um Gewebeverpflanzungen zu schützen. Und die häusliche Krankenpflege muss die Patienten regelmäßig lagern, weil sonst auch teilweise in unseren Operationsverfahren neue Druckstellen auftreten können. Und was auch ganz wichtig ist, dass unsere Patienten teilweise leider verstehen müssen, dass die ursprünglich bequemen Hausschuhe eigentlich Gift für die Füße sind und auch viele Wunden allein durch die fehlerhaften oder abgetragenen Schuhe entstehen. Auch eine Sozialstation hat teilweise mit ungelernten Kräften zu kämpfen oder manchmal werden auch Verbände richtig, aber nicht ganz konsequent bis nach oben durchgeführt. Ich möchte nun zu den verschiedenen therapeutischen Verfahren kommen. Und es gab früher die klassische Stufenleiter, wo man eine Stufe nach der anderen hochgegangen ist. Heutzutage spricht man da eher so ein bisschen vom therapeutischen Fahrstuhl, wo man sich aussuchen kann, möchte ich ein ganz kleines Verfahren erstmal auswählen oder gehe ich direkt nach oben und nehme das größere Verfahren, um dem Patienten das bestmöglichste Ergebnis zu ermöglichen. Eine moderne
konservative Wundtherapie. Als erstes erfolgt stadiengerecht. Man muss genau gucken, in welchem Stadium befindet sich die Wunde. Aber die einschlägigen Kitteltaschenhandbücher mittlerweile haben über 1700 Seiten und es gibt ein umfassendes Repertoire an verschiedenen Verbandsmaterialien, die man hat. Und man muss auch bedenken, dass moderne Wundauflagen zwar die Wundheilung erleichtern können, aber garantieren können sie das natürlich nicht. Es gibt noch die Fliegenlarventherapie, die Madentherapie, wobei die Fliegenlarven der Goldfliege wirksame Speichelsekrete abgeben und dadurch abgestorbenes Gewebe auflösen können. Es ist ein bisschen wirtschaftlich schwierig, da die Krankenkassen das nicht immer übernehmen und manchmal auch das noch stationär vergütet wird. Hier zum Beispiel haben wir ein Fallbeispiel und es muss immer auch die richtige Indikation, der richtige Grund sein, dies anzuwenden. Beispielsweise nur zusammen mit der richtigen Versorgung einer Fliegenlarventherapie mit einem passenden Hilfsmittel, in hier einer zwei Schalen oder eine Schuhe, einer Orthese, ist es möglich, die, wie Sie auf der linken Seite sehen, belegten und infizierten Wunde, eine Wunde herauszuarbeiten, die schön sauber ist, die granuliert ist, die nicht entzündet ist und die auch abheilen kann. Aber auch hier hängt wiederum die Therapie von dem Mitmachen des Patienten ab, weil wenn der Patient natürlich auf seine normalen Schuhe wieder umsteigt, dann haben sie wieder das altbekannte Loch und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Die nächste Etage beschreibt den Direktverschluss einer Wunde, wobei ich hier auch die Amputationen aufführen möchte. Um dem Patienten in meiner Sprechstunde das wahre Ausmaß einer Wunde zu verdeutlichen, ist der Vergleich mit einem Eisberg oft sehr hilfreich. Man sieht an der Wasseroberfläche zwar einen kleinen Eisberg und denkt sich, okay, das ist eine kleine Wunde, das muss eigentlich schon abheilen, aber unter der Oberfläche sitzt im Endeffekt das Problem, wo die Titanic hängen bleibt. So kommen mittlerweile viele Patienten in meine Sprechstunde und fragen mich, ist diese Wunde ein Eisberg? Und das ist nämlich das große Problem. Hier beispielsweise auf diesem Bild sehen wir ein Malum perforans, ein typisches Hühnerauge, welches durch chronischen Druck auf knochennahe Haut und durch die zunehmende Hornhaut entstanden ist und schließlich in einer kleinen Fistel endet. Die überschießende Hornhaut läuft sich dann durch das falsche Schuhwerk immer tiefer hinein, weil es kommt eine Wunde und die Wunde reicht dann irgendwann bis auf den Knochen, insbesondere bei Diabetikern mit falschem Schuhwerk, wobei natürlich der Diabetes so tückisch ist und die Schmerzen fehlen und Patienten teilweise erst verspätet zu uns kommen. Intraoperativ sieht man schon, wenn man nun die Wunde eröffnet, dass Knochen- und Gelenkanteile sich in der Wunde befinden und eine Knochenalterung bereits besteht. Und ohne Operation wäre eigentlich nicht an eine Abheilung zu denken. Würde man es nicht operieren, dann würde die Infektion eher den ganzen Fuß erreichen und würde dann dazu führen, dass die Infektion den halben Fuß zerstört, weswegen in diesem Fall die Wunde gereinigt wurde, ein kleiner Teil entfernt wurde. Und hier sehen Sie das Bild, insgesamt 2 Monate Nachtoperation mit einer vollständigen Abheilung, wobei der Patient natürlich schon auf maß angepasstes orthopädisches Schuhwerk angewiesen ist. Und dieses Schuhwerk ist je nach Ausdehnung der Infektion und Umstand sehr individuell anpassbar. Man benötigt einen Schuhtechniker oder auch Schuhmachermeister, die sich mit den verschiedenen Maßanfertigungen gut auskennen, um die Mobilität des Patienten weiterhin bestmöglich zu erhalten. Ich möchte Ihnen ein paar Fallbeispiele vorstellen, die Sie wahrscheinlich vielleicht sogar kennen in Ihrem Umfeld. Bei diesem Patienten handelt es sich um einen Diabetiker mittleren Alters, fehlendes Schuhwerk und fehlende Schmerzen. Und durch dieses Problem läuft man natürlich auf der Wunde rum. Und dieser Patient hatte sich ein großes Loch in den Fuß gelaufen und kam zu uns mit der Frage des Wundverschlusses. Nun war es natürlich so, dass wenn man das Röntgenbild anschaut und auch die Gefäßversorgung im Röntgenbild haben bereits, Sie sehen es auf den kleinen Xen markiert, haben einige Knochen bereits gefehlt. Und auf der rechten Seite sehen Sie die Gefäßversorgung. Im Unterschenkel hat man drei kräftige Gefäße. Zwei kräftige und etwas schwächeres. Und hier sah es nicht so aus, sondern etwas so. Sprich, die Durchblutung war auch eingeschränkt und die Gefäße wurden auch schon mehrfach aufgedehnt. Hier haben wir uns nach der Gefäßtherapie dazu entschieden, einen vorderen Bereich des Fußes zu entfernen, die maximale Länge zu erhalten. Und dieser Patient ist mit einem maßangepassten orthopädischen Schuh nach Abheilung der Wunde wieder voll mobilisierbar. Ein anderes Patientenbild, eine 83-jährige Patientin, die auch mit einer mehrmonatigen ambulanten Behandlung zu uns kam, kein Heilungserfolg,
Sie sehen auf eine große chronische Wunde am Oberschenkel und ohne Operation würde diese Wunde keine Aussicht auf Heilung haben. Wir haben uns bei dieser Patientin trotz des hohen Alters zu einer operativen Therapie entschieden. Hier sehen Sie das Ergebnis direkt nach der OP und das Ergebnis 14 Tage postoperativ mit einer kompletten Wundheilung. Sie brauchen keine teuren Verbandsstoffe mehr, Sie brauchen keinen Sozialdienst mehr, der alle 2 Tage, teilweise auch täglich kommt, um die Wunde neu zu verbinden. Und nach der Entfernung der Naht ist die Patientin eigentlich geheilt. Die nächste Etage unseres therapeutischen Fahrstuhls, da möchte ich auf die Vakuumtherapie und insbesondere auf die Spalthautverpflanzung eingehen. Bei manchen Wunden fehlt eigentlich nur die oberste Hautschicht, wobei viele verschiedene Begleiterkrankungen die Abheilung verhindern. Die Wunden sind oft sehr schmerzhaft, die Nervenendigungen der Haut liegen frei und hier kann man durch den reinen Ersatz der Haut dem Patienten sehr helfen. Mit Hilfe von sehr feinen Schneidegeräten ist es möglich, Haut in verschiedenen Ebenen so dünn oder so dick zu wählen, wie man diese braucht, um diese dann auf die Wunden zu verpflanzen. Die Spalthauttransplantation wird mit einem ganz dünnen Hobel durchgeführt. Man nimmt diesen Hautbereich, schneidet diesen Hautbereich in einen Maschenschnitt, um die Oberfläche zu vergrößern, damit man weniger Haut braucht. Und die wird dann auf einen tragfähigen und gut durchbluteten Wundgrund aufgelegt, aufgepresst und nach wenigen Tagen ist diese Haut fest. Hier sehen Sie beispielsweise einen Patienten mit einer chronischen Wunde des Unterschenkels. Dieser 53-jährige Patient damals wurde bereits mehrfach voroperiert. Man sieht, die Wunde ist tief nekrotisch belegt, gerötet, infiziert. Aber letzten Endes war erst die Gefäßbehandlung und die Behandlung dieser Problemkeime, die sich in der Wunde befunden haben, wegweisend, um die Wunde zur Abheilung bringen zu können. Hier haben wir die Wunde dann infektfrei bekommen. Wir haben die Wunde gereinigt mit einer Vakuumtherapie, also durch eine Vakuumschwammtherapie vorbehandelt und später konnten wir, wie Sie auf der rechten Seite sehen, die Haut verpflanzen, die auch hier schon schön angeheilt ist. Bei diesem Patienten, ebenfalls mit einer Wunde des Knöchels, hat man ebenfalls die Wunde gereinigt und auch Haut aufgebracht, fortlaufend eingenäht. Und hier ist das Ergebnis 14 Tage nach der Operation. Und auf dem folgenden Video sehen Sie ein Hauttransplantat nach circa 7 bis 10 Tagen. Und man sieht, die Haut ist stabil und beim normalen Verbandswechsel kann man eigentlich nichts kaputt machen dabei. Und die Patientin ist schon schmerzfrei. Hier sehen Sie einen Patienten mit einer Großzehe, mit einer infizierten Großzehe, einer ausgedehnten Entzündung im Bereich des Vorfußes. Der Patient hat sich ursprünglich eigentlich gegen die Operation ausgesprochen, wollte antibiotisch therapiert werden. Es kam zu einer, so einem Absterben des vorderen Bereiches der Großzehe. Später hat sich dieser Patient aufgrund dieses Befunds dann für eine operative Therapie ausgesprochen. Wir hatten die Wunde gereinigt, haben später aus dem Hohlfußgebiet Haut entnommen, diese auf den vorderen Bereich der Zehe transplantiert, um die Zehe zu retten. Und hier sehen Sie das Ergebnis während der Operation, 7 Tage später und 14, 15 Tage nach der Operation und letzten Endes mit einer vollständigen Abheilung. Bei der nächsten Etage kommen wir zur lokalen oder gestielten Lappenplastik, einer Verpflanzung von durchblutetem Gewebe, bei Stellen, wo eine reine Hautverpflanzung zu dünn und nicht tragfähig wäre. Bei diesem Patienten wurde auswärtig eine Rückenoperation durchgeführt. Es befand sich keine plastische Chirurgie in diesem Krankenhaus, weswegen uns der Patient vorgestellt wurde. Es hat sich eine ausgedehnte Wundheilungsstörung eingestellt mit einem tiefen Loch und einer einer dorsalen Stabilisierung mit Heilstreben. Und das wird von alleine niemals zuheilen, weswegen wir uns auch hier für eine Lappenplastik entschieden haben. Aus dem Gesäßareal konnten wir mit den grünen Kreuzchen markiert die verschiedenen Blutgefäße auffinden und später eine Lappenplastik aus der Seite der Flanke herausschneiden und über den Defekt schwenken. Hier sehen Sie den Befund direkt bei der Operation. Das ist der Befund insgesamt 14 Wochen nach der Operation. Patient ist entlassen und die Wunde ist vollständig abgeheilt. Hier sehen Sie ein weiteres Beispiel eines typischen Eisbergs. Diese Patientin stellte sich mit einer kleinen, aber sehr chronischen Wunde nach langer Immobilisation, nach einer Hüftprothesenoperation bei uns vor. Die wurde bisher konservativ behandelt, aber wenn man die mit der Pinzette oder mit einer Sonde inspiziert hat, zeigte sich, dass die Wunde deutlich tiefer unterminiert war. Und hier hatte sich ein chronischer Wundkanal gebildet, der auch schon eingehäutet war. Was hat 2 Jahre lang
bestanden und wollte nicht abheilen. Denn in der tiefere Blick hat uns gezeigt, das ist eigentlich nicht möglich, das konservativ zu einer Abheilung zu bringen. Auch hier sehen wir wieder den Eisberg, weswegen wir uns für eine lokale Lappenplastik, sprich ein Gewebeverpflanzungsverfahren, entschieden haben. Rein äußerlich ein kleines Loch, aber in der Tiefe ist natürlich das große Problem, das mit ausreichend dickem und durchblutetem Gewebe aufgefüllt werden muss. Hier bedient man sich eigentlich einer guten Planung und einer Gewebeverpflanzung und rechts sehen Sie das Ergebnis direkt nach der Operation. Bei etwas größeren Defekten ist auch eine Gewebeverpflanzung von der Seite möglich. Das ist ein beliebtes Arbeitstier, wie bei dieser Patientin mit einem tiefen Sakraldekubitus, ein Kreuzbein-Liegegeschwür mit freiliegendem Knochen in der Mitte. Und hier hatten wir aus der Seite etwas Gewebe herausgeschnitten und dieses einfach nur über die Wunde gelegt. Das ist gut möglich. Man hat an der Seite der Flanke im Popo immer ein bisschen mehr Material, das man zum Gewebeverschluss, zum Defektverschluss verwenden kann. Auf diese Weise ist auch möglich, sehr, sehr große Dekubitalulzerationen, also sprich sehr, sehr große Wunden zu decken. Hier sehen Sie das Bild eines Patienten mit einem sehr, sehr großen Dekubitus im Bereich des Kreuzbeines mit freiliegendem Knochen. Und durch die beidseitige Anwendbarkeit kann man auch so sehr, sehr große Wunden verschließen, bei denen man eigentlich gedacht hat, das hält nie wieder zu. Und da kommt die plastische Chirurgie ins Spiel und das kriegt man schon zu. Ein anderer Patient, ebenfalls mit einem Dekubitus infolge langer Immobilisation nach einer auswendig durchgeführten Hüftoperation bei einem eigentlich sonst mobilen Patienten Mitte 60 und einer etwas aufwendigeren Plastik. Hier hatten wir uns ebenfalls aus dem Gluteal, also aus dem Bereich des Popos, entschieden, Gewebe zu verpflanzen. Und hier sehen Sie auch schon den Defekt insgesamt 3 Wochen nach der Operation, nachdem der Patient schon voll mobil war und die Wunde auch vollständig abgeheilt ist. Ein weiterer Fall, Druckstellen gibt es überall, wie ich sagte, in knochennahen Bereichen, hier im Kniegelenk. Hier hatte sich auch eine ausgedehnte Druckstelle mit einer oberflächlich zwar trockenen, aber in der Tiefe jedoch sehr feuchten Nekrose direkt am Kniegelenk gezeigt. Und nach der Wundreinigung zeigte sich, dass die Kniegelenkskapsel freiliegend war. Auch hier ging die Wunde tief nach unten und eine reine Hautverpflanzung wäre nicht tragfähig gewesen, weswegen wir uns auch hier aufgrund des Niveauunterschiedes für eine Lappenplastik entschieden haben. Wir haben uns hier für eine kleine Plastik entschieden, auch ähnlich zu der Verpflanzung vom Gesäß. Allerdings ist es so, dass diese kleine Plastik genau am rot markierten X ein Blutgefäß hat und dieses Blutgefäß mobil, ausreichend mobil ist, um diesen Lappen über den Defekt zu schwenken. Und weiter oben hat man genug Gewebe und hier kann man einen Direktverschluss erwirken. Auch dieses Patient ist vollständig abgeheilt und war nach wenigen Wochen wieder voll mobil. Ein weiterer Patient, der uns von auswärts vorgestellt wurde, mit einer verheilten mit einem verheilten Sprunggelenksbruch. Man hat hier eine Metallentfernung durchgeführt und nach der Metallentfernung war es so, dass die Haut leider so mitgenommen war, dass sich ein großer Defekt eingestellt hat. Hier sehen Sie eine Vakuumschwammversiegelung. Wenn man diese entfernt, dann sieht man darunter den freiliegenden Knochen und das Gelbe im unteren Bereich ist die freiliegende Sehne, die Peronealsehne. Auch hier wäre mit einer Spalthautverpflanzung keine Wundheilung zu erreichen, weswegen man hier eine Lappenplastik benötigt. Und auch hier an anspruchsvoller Defekt hatten wir uns dieser Propellerlappenplastik bedient. Hier sehen Sie die Anzeichnung, das Grüne ist die Anzeichnung, die kleinen X stellen die Blutgefäße dar. Hier ist der bereits ausgeschnittene Lappen, auch hier wieder mit weißen X gekennzeichnet, der Stiel, die zuführenden und abführenden Blutgefäße. Das Rote ist der ausgeschnittene Lappen, der dann praktisch in den Defekt hineingeschwenkt wird. Und dass Sie mir das auch glauben, was ich Ihnen hier erzähle, sehen Sie hier ein kleines Video während der Operation. Man sieht hier in der Mitte den kleinen Blutgefäßstiel mit der Schere. Da laufen Arterie und Vene in den Bereich hinein. Den kann man in den Defekt hineinlegen. Er ist reich, gut durchblutet. Man sieht an der Spitze des bereits in die richtige Richtung gedrehten Lappens, wenn man da näher ranzoomt, wo der Kollege die Pinzette hin zeigt, dass auch Blut über diesen kleinen Bereich heraustritt. Und dieser Bereich ist, oder dieses Gewebe ist ausreichend gut durchblutet und formstabil und auch weich, um den Defekt vollständig zu decken. Und hier sehen Sie den Bereich, hier sehen Sie nochmal das Bild vor der Operation und hier sehen Sie den Befund nach der Operation. Im oberen Bereich sieht man, dass wir da uns einer kleinen Spalthauttransplantation bedient haben. Aber da, wo die Wunde war, da, wo die Sehne frei lag, bedeckt das Gewebe, das verpflanzte den Knochen als auch die Sehne vollständig und der Patient ist wieder voll mobil.
Beim nächsten Patienten sehen wir eine Ferse, eine trockene Nekrose, einen abgestorbenen Gewebsbereich im Bereich der Ferse, weil dieser Patient eine Kniegelenkskontraktur hat, also sprich eine Verkrümmung des Kniegelenkes durch das Heranziehen der Sehnen im Alter. Und der Aufnahmebefund war ebenso. Wir haben uns hier auch einer Operation bedient. Wir haben zunächst die Wunde vollständig gereinigt, weil diese Wunde infiziert war und auch Infektionszeichen hatte. Und hier haben wir dann nach der Operation gesehen, dass der Calcaneus, das Fersenbein, freiliegend war und die Achillessehne im oberen Bereich des rechten Bildes auch schon freiliegend war. Auch hier war eine weitergehende Abklärung notwendig. Beispielsweise die Blutgefäße mussten wir kontrollieren. Und hier sieht man diese kleine Engstelle im rechten Bild vergrößert. Das ist das Blutgefäß, das mit Röntgenkontrastmittel gefüllt wurde. Und wie es praktisch dick nach unten geht, dann wird es sanduhrförmig und dann geht es wieder auf. Und das würde niemals abheilen, wenn man hier nicht die Gefäßtherapeuten durch die Gefäßchirurgie oder die interventionelle Radiologie arbeiten lässt. Nach der Gefäßtherapie haben wir uns wieder an der Lappenplastik bedient, hier einer etwas einfacheren, aber aus der Wade entnommenen Lappenplastik. Sie sehen hier schon die Lappenplastik aus der Wade. Es ist rein nur Fettgewebe und Faszie und Haut. Auch hier der Aktionsradius, die gute Durchblutung und auch hier, wie wunderschön sich diese Lappenplastik über die Ferse legt. Und der Bereich, in dem wir diese Lappenplastik entnommen haben, die lässt sich teilweise vollständig verschließen. Hier sehen Sie das Bild direkt nach der Operation. Im oberen Bereich konnten wir die Wunde nicht vollständig verschließen. Also ein Wundverschluss war hier nicht zu erzwingen, weswegen wir hier etwas Haut verpflanzt hatten. Und im unteren Bereich sehen Sie die gut durchblutete Lappenplastik, die über den Defekt gelegt wurde. Auch hier ist die Wunde nach wenigen Wochen vollständig abgeheilt. Und in der Seitansicht nochmal das Bild. Der Gewebebereich ist nicht auftragend und im Endeffekt ist es eine fast anatomische Rekonstruktion der Ferse. Hier ist ein spezieller Patient, ein 75-jähriger Mann, der sich bei uns vorstellte mit einer seit Jahrzehnten bestehenden Wunde im Bereich der Ferse. Man muss wissen, der Patient ist kerngesund gewesen für sein Alter, hatte die bestangepassten orthopädischen Schuhe, die ich seit langem gesehen habe, hatte nicht mehr Bluthochdruck und war eigentlich bester Gesundheit, aber hatte eben diese chronische Wunde im Bereich der Ferse und gute Schuhversorgung und eigentlich keine Nebenerkrankungen, da muss man ein bisschen hellhörig werden. Und das war jetzt beispielsweise ein Patient, bei dem wir eine Biopsie entnommen haben. Wir haben praktisch die Wunde gereinigt und haben zuerst mal Proben entnommen, die eingeschickt und konnten dann einen Hautkrebs im Bereich der Ferse entdecken, mussten dann nochmal eine Nachresektion durchführen, um sämtliche Bereiche zu entfernen. Dann hatte sich natürlich ein großer Defekt im Bereich der Ferse eingestellt. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, möchte man diese Ferse lange Zeit entlasten, dass es von alleine zuheilt. Bei einem sonst mobilen Patienten, der eigentlich noch Tennis spielt, ist das eigentlich keine Option, weswegen wir uns hier auch für eine Lappenplastik aus dem Fußgewölbe entschieden haben. Hier sehen Sie praktisch die bereits ausgeschnittene Lappenplastik aus dem Fußgewölbe, diesen Bereich, den man beim Gehen eigentlich ausspart, bei einem gesunden Orthopä bei einem gesunden Fuß. Und wenn man diesen Lappen dann anhebt, dann sieht man mit Gelb, Blau und Rot markiert den Gefäßstiel und den Nervenstiel. Dieses kleine Areal trägt Nervenfunktion und der Patient kann im Endeffekt sogar fühlen, was ich mit diesem Lappen mache. Den kann man dann, wie Sie im nächsten Bild sehen, über den Defekt legen. Das heißt praktisch, Sie haben eine anatomische Wiederherstellung der Ferse durch eigenes Gewebe, gut durchblutet mit Nervenfunktion. Und auch das ist nach wenigen Wochen, hier sehen Sie 8 Wochen nach der Operation das Bild. Die Hohlfußregion wurde mit Spalthaut versorgt, mit einer Haut vom Oberschenkel, die nicht mechanisch groß belastet wird. Und im Bereich der Ferse sieht man die vollständige Abheilung. Und dass das nochmal geklappt hat, nee, kleiner Scherz, ein ähnlicher Defekt, auch hier wieder ein oberflächlich kleines Loch, aber in der Tiefe weit ausgedehntes, eine Wundhöhle praktisch, haben wir uns auch wieder einen Fußsohlenlappen entschieden. Und diesen konnten wir in diesem Fall minimal invasiv verpflanzen. Hier sehen Sie das Video von der Lappenplastik, die Lappenplastik angehoben mit dem Gefäßstiel, den wir bis nach oben verfolgt haben. Auch hier mit Arterie und Vene und einem so langen Gefäßstiel, der ausreichend Mobilität hat. Sie können sogar einen Puls an diesem Lappen tasten und die Durchblutung und der wird dann unter der Haut praktisch in den Defekt hineingelegt. Auch hier sehen Sie wieder das Ergebnis direkt nach der Operation. Man sieht, das kleine kreisrunde Areal im Bereich der Ferse ist die Lappenplastik, die aber unter der Haut viel größer ist
Und die Spalthautfortpflanzung im Bereich des Hohlfußgebietes wird beim Laufen nicht belastet und ist demnach auch mit Spalthaut problemlos zu versorgen. Das Problem an Spalthaut, wenn man Haut vom Oberschenkel entnimmt, ist diese Haut 0,2 mm dünn und also sehr, sehr dünn. Man kann praktisch fast das Licht durchschimmern sehen. Und diese Haut ist nicht Scherkräften gegenüber stabil in den ersten Monaten und fast auch Jahren. Und das eignet sich nicht immer für einen Wundverschluss. Ein weiterer Patient mit einem bekannten Diabetes mellitus und einem Loch der Fußsohle, einem Malum perforans. Und Sie sehen hier im Bild auf der rechten Seite bereits das ausgeschnittene Loch. Auch hier die Infektion bekämpft und die Infektion unter Kontrolle, allerdings dann mit einem gewissen Loch, das die Bakterien nicht hinterlassen haben. Und auch hier haben wir uns an der Lappenplastik bedient und Gewebe verpflanzt aus einer Stelle des Fußes, die nicht so nicht betroffen war und genügend Gewebe geboten hat, um einen vollständigen Wundverschluss herbeizuführen. Und auch das ist problemlos abgeheilt. Ein weiterer Patient, den ich mittlerweile seit 5 Jahren, 4,5 Jahren begleite, mit einer Wunde der Fußsohle, mit einer bestehenden Knochenalterung, einer tiefen Wunde im Bereich des Großzehengrundgelenkes. Hier war es so, dass die Röntgenuntersuchung uns ein sehr ausgeprägtes Bild gezeigt hat und der Knochen bereits an vielen Stellen sehr krank war und auch eitrig. Man konnte im Endeffekt die Großzehe, man konnte praktisch den Knochen nicht retten. Und die Großzehe zu retten ohne den Knochen, der darunter ist, wäre ein rein optisches Ding. Und wir hatten uns in diesem Fall dazu entschieden, die Großzehe dazu zu verwenden, um den Defekt zu verschließen mit körpereigenem oder beziehungsweise mit belastungsfähigem Gewebe aus der Fußsohle. So konnte praktisch die Wunde vollständig verschlossen werden. Und ich habe den Patienten vor wenigen Wochen auf der Station gesehen. Das war insgesamt 3,5 bis 4 Jahre nach der Operation. Und der läuft weiterhin mit maßangepasstem Schuhwerk auf diesem Fuß ganz normal und ist eigentlich sehr zufrieden. Die letzte Etage unserer Möglichkeiten eines Wundverschlusses ist die freie Lappenplastik. Die freie Lappenplastik beschreibt einen Gewebetransfer, der an definierten Stellen des Körpers, wo an definierten Stellen des Körpers Gewebe entnommen wird, vollständig ausgeschnitten wird und ein Blutgefäßstiel aufgesucht wird und dieses Paket dann an eine andere Stelle des Körpers verpflanzt wird und am Empfängergefäß, an der Empfängerstelle an den Blutkreislauf wieder angeschlossen werden muss. Hier sehen Sie einen Patienten mit einem Diabetes mellitus, der auch uns von auswärts vorgestellt wurde, einer Polyneuropathie, sprich einem Krankwerden der Nerven, dass man nichts mehr spürt und einer Verschlusserkrankung, auch die Blutgefäße waren krank. Und diesen Patienten hatte man aufgrund dieses Fersendekubitus, dieser schwarzen Fußsohle, eigentlich zu einer Unterschenkelentfernung geraten. Der Patient kam zu uns in die plastische Chirurgie. Wir haben die Wunde gereinigt und also mehrfach gereinigt und konnten einen sauberen und gut durchblutenden Wundrasen praktisch züchten und auch durch die Gefäßtherapie die Gefäßversorgung optimieren. Und auf dem nächsten Bild sehen Sie dann praktisch schon die Deckung mit körpereigenem Gewebe, in diesem Fall vom Oberschenkel, mit einer ALT-Lappenplastik praktisch vom seitlichen Oberschenkel Gewebe entnommen und nach unten verpflanzt und an den Blutkreislauf des Fußes angeschlossen unter dem Operationsmikroskop. Das ist eine lange Operation, das dauert im besten Fall 4,5 bis 5 Stunden, je nachdem, wie krank der Patient auch ist. Aber man hat den Fuß erhalten und wenn der Patient den Fuß ausreichend lange schützt und auch mit der nötigen Schuhversorgung arbeitet, ist es ein Gewinn an Lebensqualität. Er hat seinen eigenen Fuß erhalten, er hat keine Wunde mehr und hat eine Amputation gespart und dadurch auch die Sterblichkeit natürlich gesenkt. Weiterer Befund auch eines jungen Patienten, der uns vorgestellt wurde mit einem großen Infekt, der bereits auswärtig voroperiert wurde, ein Diabetiker mit einem Infekt der Fußsohle, leider ein sehr bekanntes Problem. Durch die Infektneigung, Diabetes, schlecht durchblutet, dann auch noch die fehlenden Schmerzen durch die Neuropathie, durch die krank gewordenen Nerven kommt es dazu, dass kleine Wunden oder auch Hornhautbereiche sich infizieren können und dadurch Bakterien hineinkommen und die dann im Endeffekt durch die Strecksehne, durch die Beugesehnen ein perfektes Medium vorfinden, um sich ideal im Fuß verteilen zu können. Sie sehen auf der linken Seite den Befund vor dem ersten Debridement, dann also vor der Wundreinigung, in der Mitte nach der zweiten Wundreinigung und auf der rechten Seite sehen Sie unsere Verpflanzung ebenfalls mit Gewebe vom Oberschenkel, mit einer freien Lappenplastik, mit einem Anschluss an die Fußrückenarterie. Auch bei diesen Patienten. Das ist ein Bild insgesamt 16 Tage nach der Operation. Der Fuß ist noch ein bisschen geschwollen,
Infektionen sind keine da. Der Lappen, diese Gewebeverpflanzung, ist auch noch ein kleines bisschen erhaben, weil der Lymphanschluss auch noch ein bisschen dauert, bis der wieder arbeitet. Zwar die Arterien versorgen mit Blut, die Venen transportieren das Blut natürlich ab, aber die Lymphgefäße, die brauchen noch ein bisschen und das muss nach einer gewissen Zeit auch gewickelt werden. Sprich, der Patient ist weiterhin auf Therapien angewiesen, Lymphdrainage, elastische Wickelung und später auch auf eine maßangepasste Schuhversorgung. Aber er hat seinen eigenen Fuß behalten und die Maßgabe, dass die Patienten eine orthopädische Schuhversorgung nach der Operation benötigen, die geht man gerne ein, wenn man dadurch seinen eigenen Fuß erhalten kann. Ein weiterer Patient, den ich sehr lange schon betreue, ein 34-jähriger Diabetiker, der auch seine Blutzuckereinstellung aufgrund seines Berufs nicht immer möglich war. Und manchmal ist es auch ein bisschen ein Problem, dass die Patienten nicht allumfassend informiert sind. Es ist ein Patient, der eine kleine Wunde an der Zehe hatte. Die Zehe wurde im Verlauf der Zeit schwarz. Später hat sich dann eine feuchte Wundinfektion gebildet. Alles, was Sie rot sehen, ist im Endeffekt die Infektion, die sich Richtung Fußrücken und auch Richtung Sprunggelenk verteilt hat. Schwarz markieren wir mit einem Stift gerne die Infektionsgrenzen, um zu schauen, geht die Infektion zurück, weil nicht nur natürlich die Blutwerte oder die ganzen apparativen Diagnostika wichtig sind für uns, sondern auch insbesondere die Klinik des Patienten. Und bei diesem Patienten war es nicht möglich, die Zehe zu erhalten und aufgrund der tiefen Infektion war auch schon der Mittelfuß beteiligt. Wir mussten im Endeffekt den Fuß verschmälern und jeder von Ihnen wird sicherlich jetzt erst auf die große Wunde des Fußrückens achten und die freiliegenden weißen Strukturen sehen. Aber im Endeffekt, dass man eine Zehe entfernt hat und den Fuß im Endeffekt verschmälert hat, das fällt den wenigsten auf. Und hier hatten wir uns auch einer Lappenplastik, eines freien Lappens bedient. Hier wäre eine reine Verpflanzung von Haut auf die Wunde nicht möglich gewesen, weil die Sehnen bewegen sich ja natürlich und Haut möchte erstmal Ruhe haben. Und in diesem Fall haben wir vom Oberschenkel einen Muskelanteil entnommen, haben diesen Muskelanteil als gut durchblutete Bedeckung, als Fundament praktisch auf die Wunde drauf transplantiert. Diese kleinen Gummilaschen dienen dem Wundfluss, also praktisch dem Sekretabfluss. Und dieses Fundament, auf den Sehnen nun drauf ist, das ist ein perfekter Boden, um da jetzt dann eine Hautverpflanzung drauf zu machen. Und diese Hautverpflanzung hat im Endeffekt dazu geführt, also die Hautverpflanzung heilt folgenlos ab. Und hier sehen Sie das Ergebnis insgesamt 14 Wochen postoperativ. Wie gesagt, für die Fußverschmälerung, die fällt eigentlich gar nicht ins Gewicht. Und durch die Atrophie, durch das, dass die Muskulatur von ihrer normalen Nervenfunktion abgetrennt wurde, wird dieser Muskel immer schmaler und schmaler und schmaler und dünner. Und irgendwann ist dieser Muskel dann so super dünn, dass dieser Patient eigentlich wieder mit Konfektionsschuhwerk laufen könnte, aber aufgrund der Fußverschmälerung natürlich eine orthopädische Sohle braucht, also sprich auch hier wieder ein Schuhmachermeister nötig ist. Aber man sieht eigentlich ein wunderschönes Ergebnis. Zu Beginn meiner rekonstruktiven Tätigkeit als plastischer Chirurg bin ich davon ausgegangen, dass eigentlich die Operation das Allerwichtigste ist und alles andere ist gar nicht so wichtig. Aber wenn man viel Zeit und viel Nerven investiert, ist es schon so, dass auch andere Faktoren noch eine Hauptrolle spielen. Und dann denkt man, naja, die Compliance, das Mitmachen des Patienten ist auch extrem wichtig. Durchblutung, eigentlich kann man gar nicht sagen, dass das eine oder das andere wichtiger ist, denn es ist alles im Endeffekt wichtig. Und deswegen sollte man eigentlich eher von einer Therapiekette sprechen. Letzten Endes ist die Stabilität dieser Kette von jedem einzelnen Glied abhängig. Das heißt, Sie können noch so eine wunderschöne Operation machen, Sie können noch so eine tolle Pflege haben, noch eine tolle Pflegeüberleitung und noch so tolle Angehörige. Wenn das Hilfsmittel fehlt, dann bricht diese Kette genau da ab. Das alles bricht zusammen und im Endeffekt haben Sie dann das Problem, dass die Wunde wieder da ist. Die Therapie der chronischen Wunde gehört in die Hand eines erfahrenen Operateurs, unserer Ansicht nach in die Hand eines plastisch-rekonstruktiven Chirurgen, der eigentlich lange nicht mehr nur als Operateur fungiert, sondern eher als zentrales Bindeglied, die verschiedenen Behandlungspfade im Auge haben muss, alles steuern muss, die innere Medizin mit dem Auge haben muss, die Gefäßtherapie, die Radiologie, die Gefäßchirurgie, die Allgemeinchirurgie, die Unfallchirurgie. Und all das zusammen ermöglicht dann einen stabilen Wundverschluss und man muss das im Endeffekt auf jeden Patienten zurechtschneidern. Und hiermit schließe ich meinen Vortrag. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt über diesen YouTube-Fragen, über diese Möglichkeit für Fragen offen. Falls Sie sich bei uns behandeln lassen möchten, wir benötigen eine. Können Sie nochmal das Bild einspielen, ganz kurz? Danke.
Falls sich jemand bei uns vorstellen möchte in unserer plastisch-rekonstruktiven Sprechstunde, das geht problemlos. Allerdings benötigen wir einen Überweisungsschein von einem chirurgisch tätigen Arzt, sprich einen Unfallchirurg, einen Orthopäde, einen Allgemeinchirurg oder einen Plastikchirurg. Mit dieser Überweisung dürfen Sie sich gerne bei uns vorstellen. Wir beraten Sie, wir machen auch Röntgenaufnahmen, untersuchen Bakterien und können dann alles Weitere veranlassen. So, ist die Frage an die Technik. Noch sehe ich keine Frage im Top-Chat. Tun Sie sich keinen Zwang an, wenn Sie möchten, unten bei YouTube im Top-Chat einfach Ihre Frage eingeben und die versuchen wir dann so gut wie möglich zu beantworten. Zuschauer, 14 Zuschauer. Frage an die Technik. Dann kommen wir zum Wetter. Gut, vielen Dank und bis zum nächsten Vortrag unserer Reihe.